Die sensible Phase der Sprache des Kindes fängt mit der Geburt an und dauert bis zum 6. Lebensjahr. Heute möchte ich euch Aktivitäten zeigen, wie man die Sprachentwicklung des Kindes nach Montessori unterstützen kann. Wenn euch dieses und ähnliche Themen zur Montessori-Pädagogik interessieren, vergisst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, damit ihr von YouTube informiert werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Folgende Aktivitäten für die Sprachentwicklung kann man bereits einem Baby anbieten und bis zum Vorschulalter mit einem Kind üben. Bei diesen Aktivitäten wird oft eine 3-Stufen-Lektion verwendet. Es ist die bekannteste Art, in der Montessori-Pädagogik Unterricht zu geben. Sprachkörbe. Diese Aktivität kann man bereits einem Baby anbieten im Alter zwischen dem 8. und 10. Monat. Für Kinder ist es am besten so konkret wie möglich zu beginnen, und zwar mit Objekten. Es können entweder echte Objekte sein, wie hier, es ist ein Obstkorb, oder kleine Replikate, zum Beispiel haben wir hier afrikanische Tiere. Also wir fangen mit konkreten Objekten an und im Laufe der Zeit bewegen wir uns Richtung der abstrakten Konzepte. Auf diese Art und Weise lernt das Baby neue Wörter und kann gleichzeitig die Objekte in die Hand nehmen, diese anschauen, riechen, falls es echte Objekte sind wie Obst, ja, und diese untersuchen und fühlen. Somit kann er sein Verständnis dafür, was dieses Objekt wirklich ist, verbessern und schnelle neue Wörter lernen. Ihr müsst dem Baby einfach die Objekte zeigen und benennen. Und somit lernt das Baby die neuen Wörter. Das ist ein Elefant. Ihr könnt auch Bauernhoftiere nehmen. Aber bitte versucht, die Tiere zu klassifizieren. Entweder sind es Bauernhoftiere oder es sind Tiere, die im Wasser leben. Es muss schon ein klassifizierter Korb sein, sodass das Kind die Objekte zueinander zuordnen kann und versteht, wo die Objekte sich befinden. Und wenn er dem Baby echte Objekte zeigt, zum Beispiel so einen Obstkorb, kann man noch die Objekte riechen. Man kann die Objekte nicht nur anfassen, sondern auch sogar probieren. Und somit wird das Baby die neuen Wörter mit allen Sinnen lernen. Wenn das Kind älter wird, kann man ihm eine neue Aufgabe geben, indem man ihm bietet, die gleichen Objekte zueinander zu matchen. So übt das Kind seine visuelle Wahrnehmung und Konzentration. Und dafür gut geeignet sind wiederum solche Obstkörbe, Gemüse, verschiedene Haushaltssachen wie Küchenutensilien, was ihr so findet, was immer in doppelter Menge und gleiche Objekte, die zueinander passen. Wie präsentiert ihr dieses Spiel eurem Baby? Erstmal, 1. Stufe Lektion, er zeigt die Objekte und benennt die Objekte. Das ist eine Banane. Apfel. Das ist eine Banane. Das ist eine Mandarine. Das ist ein Kiwi. Und danach zeigt ihr dem Baby, wie er die Objekte zuordnen kann. Mit etwa 18 Monaten kann man in Richtung mehr abstrakten Konzepten gehen, indem das Kind bereits konkrete Objekte zu den Bildern zuordnen soll. Dabei sollte man darauf achten, dass auf den Bildern tatsächlich die gleichen Objekte abgebildet sind, welche das Kind sieht. Also dieser Elefant sieht genauso aus wie der auf diesem Bild. Die Schwierigkeit für das Kind besteht bereits, einfach 3D-Objekt zu einem 2D-Objekt zuzuordnen. Hier wollen wir einfach eine Verbindung schaffen für das Kind von einem greifbaren Objekt zu den abstrakten. Zeige zuerst die Karten. Wir nutzen übrigens diesen Mini-Teppich, um den Arbeitsbereich abzugrenzen. Das ist eigentlich aus einem Tischset ein Untersetzer. Leg die Karten erstmal auf diesen Bereich hin und benenn die Objekte. Das ist ein Löwe. Wow! Wow! Macht der Löwe. Aber schnell. Ja, das ist Elefant. Elefant. Tiger. Das ist ein Gepard. 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 Schabasanka. Das ist der Affe. Ja, genau, so macht die Affe. Das ist Zebra. 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 Was macht die Zebra? Was macht die Zebra? Danach nehmen wir die Objekte aus dem Korb und zeigen dem Kind, wie das
zu den Karten zuordnen kann. Ja, dann leg die da drauf. Genau. So, das ist ein Elefant. Ja. Wieso? So, genau. Das scharfe Zähne. Lapptig. Wurstig. Wurstig. Schwarztiger. Ja. Wo ist der Löwe? Hier drüben. Hier drüben. Dann mach den Löwe drauf. Wow. Abisanka, Affe. 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 Mhm. Affe. Affe. Wenn er merkt, dass das Kind mit den Karten sicher geworden ist und kann ganz gut die Tiere zu den Karten abgleichen, kann man eine Stufe höher gehen und dem Kind anstatt von gleichen Karten identische Karten anbieten. Hier habe ich ein Set von identischen Karten. Zum einen haben sie bereits einen Hintergrund und zum anderen sehen die Tiere etwas anders aus oder ist es aus der anderen Perspektive aufgenommen. Diese Affe ist zum Beispiel hier am... Fliegen, ja, die springt wahrscheinlich und die Affe hier, die wir haben, ist am Gehen. Deswegen ist es auf jeden Fall schwieriger für das Kind, die Objekte den Bildern zuzuordnen. Ein Tiger. Und hier geht er genauso vor, er benennt erstmal die Objekte. Ein Gepard. Ein Löwe. Wo ist Zebra? Jawohl, du hast Zebra gefunden. Ein Tiger. Wo ist Tiger? Da oben. Ist das der Tiger? Du bin nicht. Ja, genau. Das ist der Tiger. Wo ist die Affe? Ja, guck mal, wo ist die Affe? Wo ist Kräuter? Das ist Affe. Affe, jawohl. Du hast die Affe gefunden. Füße. Die Füße. Füße. Elefant. Also diese Aufgabe ist ziemlich herausfordernd für das Kind und bedarf eines abstrakten Denkens, weil die Tiere, die Objekte nicht ganz genau gleich aussehen wie die Bilder. Also wenn er merkt, dass das Kind ziemlich sicher mit diesen Karten geworden ist, könnte bereits eine zweite Stufe der Lektion geben. Und zwar könnte das Kind fragen, zeig mir bitte, wo Zebra ist. Und das Kind zeigt auf die Zebra. Zeig mir bitte, wo der Löwe ist. Und das Kind zeigt auf den Löwe. Wo ist die Zebra? Der Löwe. Ja. Andreas, wo ist ein Elefant? Hier drüben. Hier drüben, ja. Andreas, wo ist der Löwe? Hier drüben. Ja, genau. Andreas, wo ist die Affe? Hier drüben. Hier drüben. Wo ist der Tiger? Wo ist der Tiger? Der Löwe. Du hast Gepard gefunden. Der Löwe. Das ist der Tiger. Andreas, wo ist der Gepard? Gepard. Drüben. Hier drüben. Die ist runtergeflogen. Okay. Das ist die zweite Stufe der Lektion und die kann man sehr gut mit dem Kind ab dem 18. Monat machen. Die Kinder müssen nicht unbedingt sprechen, aber sie können auf jeden Fall zeigen. Und wenn er fragt, das Kind, zeig mir bitte, wo der Tiger ist, kann das Kind auf jeden Fall auch auf den Tiger zeigen, wenn er die erste Stufe der Lektion sehr gut verinnerlicht hat. Und nun kommen wir zu den dreiteiligen Karten. Die dreiteiligen Karten sind äußerst bekanntestes Montessori-Material und werden häufig bei den Kindern ab dem dritten Lebensjahr angewendet.
Die dreiteiligen Karten bestehen aus drei Teilen. Die zwei Karten haben gleiches Bild. Die erste Karte beinhaltet sowohl das Bild als auch den Namen des Objektes. Die zweite Karte hat nur das Bild des Objektes und der dritte Teil ist nur der Name. Zuerst wird der erste Teil der Karten auf den Tisch gestellt. Ihr nehmt zuerst die Karten mit dem Namen. Das ist die Taube. Das ist die Taube. Das ist der Buntspecht. Das ist der Buntspecht. Das ist die Kohlmeise. Die Kohlmeise. Das ist die Elster. Die Elster. Jetzt kannst du diese Karten zuordnen. Das musst du so machen. Und gucken, ob das passt. Das ist Kabeloso. Nee, ne? Genau. Amsel. Genau, das ist der Spatz. Und im letzten Schritt kann das Kind die Namen zuordnen. Die Kinder, die noch nicht lesen können, können die Namen anhand visueller Wahrnehmung zu den Namen auf den ersten Karten zuordnen. Ja, wenn sie einfach Taube, sie sehen die Zeichen Taube und sie können das zu den Namen zuordnen. Oder ich sage zum Beispiel dem Kind, das bedeutet Taube. Zeigst du mir, wo die Taube ist? Ganz genau. Das ist die Taube. Taube. Die. Das bedeutet Amsel. Wo ist die Amsel? Ganz genau. Für die Kinder, die bereits lesen können, sie können natürlich die Karten lesen und das entsprechend zuordnen. Wenn ihr auch die Objekte habt, kleine Replikate von den Bildern, kann man das auch mit dazu nehmen und das Kind kann die Replikate nochmal auf die Karten legen. Also wenn wir bereits dem Kind die dreiteiligen Karten zeigen, wie ich bereits erwähnt habe, am besten einem Kind ab dem dritten Geburtstag, kann man auch mit dem Kind die Drei-Stufen-Lektion verwenden. Es ist die bekannteste Art, in Montessori-Pädagogik Unterricht zu geben, wie ich bereits erwähnt habe. Die erste Stufe, zuhören. Ihr benennt die Objekte und das Kind hört zu. Das ist die Möwe. Das ist der Spatz. Zweite Stufe, wiedererkennen. Zeig mir bitte die Kohlmeise. Und das Kind zeigt auf die Kohlmeise. Zeig mir bitte die Elster. Und das Kind zeigt auf die Elster. Die dritte Stufe, erinnern. Hier soll das Kind in der Lage sein, sich an den Namen jedes Objektes selbst zu erinnern. Ihr fragt hier, was ist das? Was ist das? Und das Kind sagt, das ist der Spatz. Annabelle, was ist das? Elster. Elster, genau. Elster. Warum heißt das nicht Elster, sondern Elster? So heißt dieser Vogel, Elster. Annabelle, was ist das? Krähe. Krähe, jawohl. Annabelle, was ist das? Ein Spatz. Ein Spatz. Annabelle, was ist das? Ein Vogel. Ein Vogel, wie heißt dieser Vogel? Das ist die Kohlmeise. Kohlmeise. Wie reagiert man, wenn das Kind einen Fehler gemacht hat? Zum Beispiel, wenn du fragst, was ist das? Und das Kind sagt, das ist die Amsel. Du korrigierst das Kind nicht. Du willst das Kind nicht entmutigen und ihm auf den Fehler hinweisen, sondern man macht sich einfach eine Notiz. Du kannst dem Kind sagen, ah, du hast die Amsel gefunden. Du kannst dir im Kopf eine Notiz machen, ja, bei diesem Vogel müssen wir vielleicht nochmal wiederholen und vielleicht müssen wir nochmal zurück auf die Stufe 2 gehen, indem ich das Kind befrage, zeig mir bitte die Amsel, zeig mir bitte die Krähe. Wenn ihr merkt, auch in der Stufe 2, das Kind macht immer wieder Fehler und zeigt, ist noch unsicher mit diesen Vögeln, dann könnt ihr wiederum zurück auf die erste Stufe gehen, indem ihr nochmal die Lektion gibt. Das heißt, ihr zeigt nochmal die Bilder und benennt den Namen. Das ist die Amsel, das ist die Krähe, das ist die Taube.
Zu dieser dritten Stufe geht er erst dann, wenn das Kind die ersten zwei Stufen sehr gut verinnerlicht hat. Diese Stufe wird auch in der Regel nur mit den Kindern nach dem dritten Geburtstag geübt. Zum einen sind die Kinder bereits verbal, ja, sie können bereits reden und können die Objekte wirklich benennen. Und zum anderen willst du nicht dein Kind zu viel befragen, wenn es noch nicht bereit ist und wenn es noch zu klein ist. Was eignet sich sehr gut für diese Sprachaktivitäten? Zum einen solche Tierfiguren. Also ich habe hier, da sind die Schleichtierfiguren, da sind irgendwelche No-Name-Tierfiguren. Ich kann die alle verlinken unten. Es können auch solche kleine verschiedene Fahrzeuge sein, wie wir hier haben, Traktor, Bagger. Was super dafür auch geeignet ist, sind solche Tubes, ja, das ist von Safari LTD. Isabel, was ist das? Eine Gitarre. Eine Gitarre. Es gibt auch Sets mit kleinen Tieren, die würde ich nur mit dem Kind ab dem dritten Geburtstag spielen, weil die sind relativ klein. Obst und Gemüse. Also es gibt auch Sets mit Sehenswürdigkeiten, wo man so kleine Replikate von Sehenswürdigkeiten hat. Also diese Safari LTD Tubes, die haben ganz unterschiedliche Sets und ich hoffe, ihr nehmt heute was mit und könnt das zu Hause auch anwenden. Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Bitte schreibt mir in den Kommentaren, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ansonsten freue ich mich sehr, dich im nächsten Video zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!